Wenn Kai Gilthorn und Mirko Meier Lust auf frisches Obst haben, gehen sie nicht in den Supermarkt oder zum Obsthändler. Sie holen sich ihre Kirschen, Äpfel oder Birnen direkt vom Baum. Die Früchte finden sie oft gleich vor der Tür, auch in einer Großstadt wie Berlin. Es gibt Apfelbäume, Schlehen, es gibt Holunderbeeren, es gibt ziemlich viele Wall- und Haselnüsse. Es gibt natürlich Brombeeren. Einfach mal die Augen aufhalten. Wie hier zum Beispiel am ehemaligen Grenzstreifen in Berlin-Treptow. Diese und andere öffentliche Obstplantagen tragen Kai Gilthorn und Mirko Meier für ihre Website mundraub.org zusammen. Auf einer Karte werden die Stellen übersichtlich angezeigt. Dann kann man einfach draufklicken. Dann wird quasi Information eingeblendet, je nachdem, was halt der Finder eingetragen hat. Und wenn man ein bisschen näher ranzoomt, kann man natürlich auch ganz klar die Fundstelle selber erkennen und sich vielleicht auch notieren oder ausdrucken. 500 Einträge gibt es bereits, deutschlandweit. Es sollen noch mehr werden und auch noch mehr Nutzer. Wir wollen, dass man wieder Bewusstsein hat für die natürlichen Ressourcen, die vor der Haustür sind und nicht Äpfel aus Südafrika oder Neuseeland ist. Wir möchten gern, dass aus diesen regionalen Ressourcen wieder Wertschöpfung passiert, dass die Leute daraus Produkte entwickeln oder sich selbst versorgen. Und wir möchten gern eine Vernetzung schaffen zwischen Stadt und Land. Geld verdienen Kai Gilthorn und Mirko Meier mit mundraub.org noch nicht. Doch die Website soll ausgebaut werden. Die Suche nach frischem Obst in der Großstadt geht weiter.